Shattered, Tale of the Forgotten King. Und damit willkommen zu einem weiteren Angezockt-Video hier auf meinem Kanal mit einem neuen Souls-like, einem neuen Indie-Souls-like. Wir wollen uns hier in dieser Folge bzw. in diesem Video das Spiel mal anschauen und herausfinden, ist es gut, taugt es was, lohnt es sich. Das wird hier in den nächsten, sagen wir mal, 20 Minuten versucht mal rauszufinden. Ich fange an, starte das Spiel und sage, los geht's. Ich sagte, los geht's. Hallo? Auf jeden Fall schon mal schlechtes Wetter. Es regnet, es donnert. Aber irgendwo gibt es auch Hitze. Irgendein merkwürdiges Feueremblem. Wer erwacht da in der Dunkelheit? Bist du es? Erinnerst du dich an meine Stimme? Und wir starten in einem Limbus. Und das sind wir. Mit spitzem Fuß sind wir unterwegs. Gehen wir mal raus. Laufen, drücke L, während du läufst, um zu sprinten. Okay. Das kennen wir. Call of Duty-like. Aufschließen. Geht aber nicht. Eyebond-Fragment benötigt. Irgendwas versteckt? Nein. Eine Vorwärtsrolle mit Kreis verbraucht ein wenig Ausdauer. Ja, wer erwacht da in der Dunkelheit? Ach, er war das, der zu uns gesprochen hat hier. Ein lustiges Vögelchen. Bist du es? Erinnerst du dich an meine Stimme? Oder vielleicht nein? Nee, eher nicht. Nein, kein Zweifel. Verzeih mir, Fremder. Ich dachte, du wärst jemand anders. Hast du einen Namen? Deine Gedanken sind ganz verworren. Ich kann sie kaum hören. Gib deinen Gedanken etwas Struktur. Dann werde ich sie verstehen. Wie jetzt? Er will meine Gedanken lesen? Jack oder Jak? Springen. Flucht. Interagieren. Erinnerungsscherbe. Maske des Wanderers. Maske des Wanderers. Inventar. Der stumme Wanderer schloss seine Augen. In seiner Seele berührt.
Sein Geist war von seinem Körper getrennt worden und verschwand wie eine Welle, die nur kurz an der Wasseroberfläche auftaucht. Alles war schwarz. Die Maske starrt dich mit ihren runden Augen an. Handel möglich. Naja, ist ja schon mal gut, was sie gefunden haben hier. Lebensfragment. Ah, und wir können dashen. Erinnerungsscherben notwendig, 30 Stück. Und noch ein Lebensfragment. Und noch eins. R1, schneller Angriff. R2, schwerer Angriff. Okay. Irgendwas fehlt noch. Katharsis, Limbus Klinge. Keine verfügbaren Daten ohne Zugriffsgenehmigung des Administrators. Dieses eigentümliche Schwert ist aus dem reinsten Hadronit gemacht und hat zweifelsohne ein eigenes Bewusstsein. Hey, unsere erste Waffe. So, dann können wir jetzt wohl durch, oder? Eins, zwei, drei. Delikate Essenz. Da hätte ich jetzt rüber dashen müssen, oder? Ah! Oh, das war knapp. Das ist doch Absicht vom Entwickler, oder? Lebensfragment. Essenz. Sparsamer Soundtrack bisher. Limbusquelle reaktiviert. Aktiviere die Quelle, um deine Position zu speichern und um von ihr aus neu zu starten, wenn du stirbst. Also speichern und Neustart hier. Sehr gut. Gleichzeitig den Fahrstuhl aktiviert. Kann von dieser Seite nicht geöffnet werden. Ja, das kennt man von irgendwoher. Haben wir hier noch was? Nein. Hüpf. Und da ist er wieder, der Jak. Komm her. Dies ist der Limbus. Er erschreckt sich bis ans Ende der Zeit oder was auch immer von ihr übrig ist. Willkommen. Folge mir. Na, wo ist er denn? Antiker Katalysator. Kamos. Brillanter Geist hat dieses revolutionäre Gerät zutage gefördert, das Manifestationen der Erinnerungen sammelt, die beim Tod entweichen. Dies wird die Erstellung unserer Memorien von Grund auf revolutionieren. Sogar das Bewusstsein der Toten könnte man wohl wiederherstellen, würde man es in ein größeres System einbinden. Eine brillante Fusion uralter Technologien, die die Gesundheit des Trägers wiederherstellt. Also, ab jetzt achten wir auf diese Quadratur.
Katalysator, rüste den aus, benutze ihn, wie auch andere, mit Dreieck. Er lädt sich jedes Mal auf, wenn du stirbst. Ah, okay. Was haben wir noch? Leben. Was können wir noch ausrüsten? Ich belasse es mal bei Leben und diesem Katalysator. Okay, dann können wir hier unten wechseln. Steuerkreuz rechts, links ist wechseln. Okay. Dann mache ich das jetzt mal. Ja, wieso geht das jetzt hier nicht weg mit diesem Katalysator? Hallo? Ah ja, jetzt. Okay, bis da hinten ist ein Stück. Hier können wir aber aktuell nichts machen. Scheint so, als ob das hier ein Portal ist, mit dem wir vielleicht auf die andere Seite kommen. Irgendwann. Gegner anvisieren. Ausweichen. Check das out. Kristall. Her damit. Kannst du ausweichen. Dash in die Richtung deiner Gegner ausführen. Vorwärtsrolle. Okay, dann muss ich ihn eingeloggt haben, um zu dashen. In die Richtung. So, hier kommen wir nicht rüber. Hier ist aber eine Brücke. Die man runter... runter, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Oder kann man da vielleicht sogar so, da hinten wartet einer. Ich kontrolliere mal eben, ob man hier rüber kann. Nee, hier ist nichts. Da unten ist noch einer. Komm. Dem sagen wir kurz guten Tag. Hier liegt auch noch was. Nee, 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 nicht mit mir. Komm mal raus. Perfekter Block, drücke L1 kurz bevor du getroffen wirst, um eine Attacke abzuwehren oder ein Projektil zurückzuwerfen. Also, man kann auch parieren. Wie bei Bloodborne. Im richtigen Moment. Was stand da jetzt? L1 oder R1 drücken? L1, oder? Er wusste alles, von der fernen Vergangenheit bis hin zur fernen Zukunft. Wer ist er? Tja, wer er ist, den müssen wir nochmal rausfinden. Wer das ist. Können wir hier hoch? Nein. Also, er scheint allwissend zu sein, diese Figur, die da stand oder steht. Was ist denn das hier? Öffnen. Tür kann nicht von dieser Seite geöffnet werden. Schade. Okay, da unten ist das Portal. Also irgendwie müssen wir doch bestimmt dieses Portal aktivieren, oder? Das ist doch bestimmt die erste Aufgabe. Oder eine der ersten. Gehen wir mal wieder runter auf die andere Seite. Hier ist momentan nichts mehr. L1, kurz bevor... Okay, ich versuche mal hier die Parade, ob das funzt. Stichattacke von hinten zu überraschen. Nutze jetzt so leichte Attacke. Check this out. Okay, Parade demnächst.
Was hat denn der geguckt hier? Ist doch nichts. Ja, Kollege. Solange den Rücken zudreht, ist gefährlich in dieser Welt. So, wer bist du? Die Wanderin grüßt dich, zaghaft. Du bist von den dunklen Funken verzaubert, die aus ihren Fingern sprühen. Und sie heißt Rilja. Und wir sind verzaubert von den dunklen Funken. Ich fühle mich gar nicht verzaubert. Ätherbolzen. Ich habe mich durch alle Publikationen mit okkultem Hintergrund auf dem Schwarzmarkt der Stadt gewühlt. Ich lese alte wieder, finde neue und versuche mich am Verbotenen. Mein Geist ist kurz vor dem Ende, doch meine Seele zeigt sich standhaft. Tinte fließt unter meiner Haut, während meine Wände mit Siegeln und wahnsinnigen Arabesken verziert sind, die von undenkbaren Wunden erzählen. Nein, nicht Wunden, sondern Wundern erzählen. Ich verschlinge das Wissen förmlich. Das Konkrete und das Astrale werden eins. So tanze ich zwischen den Welten. Rilas Notizbuch 1943. Daten einer vergangenen Zukunft. Artefakt, das du von der stillen Wanderin im Limbus erhalten hast. Ja, dann danke. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Nö. Was ist das denn hier? Grünes Licht. Was macht es? Es leuchtet grün. Wer kennt dieses Zitat? Allerdings mit Blau. Der möge es in die Kommentare schreiben. Also Tür oder hoch? Fahren wir runter. Ah, jetzt haben wir bestimmt die erste Abkürzung freigeschaltet, oder? Ja klar, guck mal hier. Erste Abkürzung. Ja, schon nice, ne? Schon irgendwie nice. Sehr sparsamer Soundtrack, wie gesagt, bisher. Sehr leise. Aber auch irgendwie trotzdem atmosphärisch. Wer bist du denn? Vogel. Hast jetzt davon. Ibonit. Ibonit. What the fuck is Ibonit? Oh. Aufgeladener Angriff. Drücke und halte entsprechende Angriffstaste. Also beide können wir aufladen. Wow, okay, nice. Vor allen Dingen bleibt ja nicht auf einem Punkt stehen, sondern macht richtig Meter. Ich mache mal mit der anderen Taste, mit dem leichten Angriff. Das ist dann so, aber schwerer Angriff ist besser, glaube ich. Ja. Also mit dem schweren Angriff, den kann man dann aufladen und hat dann noch richtig Abstand zum Gegner. Sehr nice. Ja. Ha! Du Lurch. Nee.
Irgendwie wollte er gerade nicht schlagen. Das war komisch. Ist er irgendwie so im Move, ist er dann irgendwie hängen geblieben. Egal, nicht schlimm. Kurzer Fehler, wird gepatcht. Wollen wir irgendwas machen? Nein. Ja, also bis jetzt lassen sich gut niederschnetzeln, muss man sagen. Ne? Schwierigkeitsgrad habe ich übrigens am Anfang nicht gewählt, ja, da gab es keinen. Ich weiß nicht, wie dann da irgendwie, ob es da später einen gibt oder nicht. So, hier sind zwei Fahrstühle. Die Qual der Wahl. Was war das denn jetzt hier? Hallo? Ach so, was sind wir hier? Naja, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Nehmen wir den anderen Fahrstuhl. Denn hier geht's nach oben. Möglicherweise hat das eben auch nicht mit dem Angriff gefunzt. Vielleicht hatte ich da in dem Moment zu wenig Ausdauer, denn die grüne Leiste ist die Ausdauerleiste und wenn die weg ist, dann geht nämlich gar nichts mehr, habe ich gerade festgestellt. Ja, also rot Lebensenergie, grün Ausdauer und das andere weiß ich nicht, Magie wahrscheinlich. So, reaktivieren. Ich nehme mal ein bisschen Energy ein. Auf Verdacht. Moin. Hier vielleicht hochspringen. Gibt es hier ein Geheimnis? Hallo? Ah, das ist doch so knapp, oder? Muss ich doch bestimmt, kann ich doch bestimmt dashen. Ah, okay, wir gehen raus. Im Fall hebe den Sturzschaden beim Fall auf, indem du springst oder einen Dash ausführst, während du noch in der Luft bist. Also vor dem Landen dashen, ja? Anmutige Essenz. Zwei Schalter. Links, rechts, links, rechts. Aha. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Ist die Frage, ob wir hier durch können. Ach, hier sind wir jetzt. Dann dash ich mal. Zack. Thank you.
Gedächtnisfragment. Übrig gebliebene Essenz. Wer ist das? Ach, der ist auf dem Rücken. Das sehe ich ja jetzt erst, dass der uns begleitet die ganze Zeit hier. Der Fraggle. Jag ist auf unserem Rücken. Seht ihr das? Links. Also auf der rechten Schulter. Das sehe ich ja jetzt erst. Okay. Ist da irgendwas? Schon 6 Lebensfragmente. Jetzt kommt doch bestimmt gleich der erste Boss, oder? Oder irgendwas. Die Ruhe vor dem Sturm. Ne? Ich sehe schwindelerregende Leere in deinem Geist. Du ignorierst wahrlich alles in dieser Welt. Unsere Geschichte. Was? Ich dachte, ich hätte alles gefunden. Du hast Glück, dass du mich hast. Ich bin einer der besten Geschichtenerzähler, die es je gab. Und noch dazu ein von Grund auf altruistisches Wesen. Nun, lass mich erzählen, wie alles begann. Ja, und? Doch lieber später. Na gut. Herz des Limbus. So schneller geht's gerade nicht. Limbusquelle reaktiviert. Immer schön einen Speicherpunkt zu finden. So, und wer bist du? Ich dachte schon, da steht Moinsen oder so. Nee. Moin Aresch. Arsch als Tür. Koronzon. Was du nicht sagst. Zeichen des Koronzon. Oder Koronzon. Der Prometheaner sah auf zu seinem Schüler, der begierig alle Lehren seines Meisters aufgesogen hatte. In einer zittrigen Hand leuchtete er erste Schlüssel, der alle Türen öffnen konnte. Also der erste Schlüssel, der alle Türen öffnen konnte. Ein Zeichen mit komplexen Linien, die an die Kurven der Zeit erinnern. Unbekannte analoge Technologie. Erlaubt die freie Rückkehr zum Herz des Limbus. Ah, okay. Also, so ein Rettungsanker hier, Zeichen des Koronzon, mit dem man, egal wo man sich in der Welt befindet, dann zurückkommt hier zum letzten Speicherort. So was Ähnliches wie die weißen Finger in Dark Souls. So, sonst noch irgendwas zu sagen? Nein. Gehen wir mal erst dahin. Ich glaube, der sitzt da hinten. Jag, stimmt auch noch was zu sagen. Es gibt 12 Demiurgen. Die Asche, die in der Zeit stehen geblieben, Leichen und die Stille sind die einzigen, die ihre Macht und Grausamkeit noch bezeugen können. Nochmal, die Asche, die in der Zeit stehen gebliebenen Leichen und die Stille sind die einzigen, die ihre Macht und Grausamkeit noch bezeugen können. Aha. Es gab hunderte von ihnen, vielleicht sogar tausende. Sie kamen aus dem Nichts, aus einem fernen Universum. Ihre Schlacht ließ die Erde erbeben und die Realität bröckeln. Da sie immer noch nicht zufrieden waren
nachdem sie uns massakriert hatten, fielen sie in einem Meer aus Blut und Dunkelheit übereinander her. Die, die noch übrig sind, teilen die Ruinen, verformen die Natur, wie sie wollen, und spielen mit unseren Leichen, als wären sie Puppen, um ihrer ewigen Langeweile zu entkommen. Sie sind die Zerstörer Hypnos und die höchsten Götter, die auch ohne ihn allwartend über seine verdorbene und stumme Reflexion herrschen, allwaltend, also verwahrend, über seine verdorbene und stumme Reflexion herrschen. Jetzt und auf ewig. Zeichen des Flüsterers, wenn du uns nur zu unserer Blütezeit gesehen hättest, Wanderer. Wir waren die Stimmen und Botschafter der Herrscher. Wir spazierten durch die Straßen, die Geheimnisse der Welt auf unseren Schultern tragend. Ach, gesegnet sei die Zeit des Flüsterns. Ein Zeichen voll zahllosen, unverständlichen Worten und von Flüstern erlaubt die freie Rückkehr zur nächsten Limbusquelle. Und nun finden wir uns hier. Der letzte der Flüsterer, Seite an Seite, mit einem weiteren namenlosen Wanderer, verloren in diesem in Stücken liegenden Universum. Es ist mir unmöglich zu sagen, wie viel Zeit den großen Schlachten vergangen sind, noch ob Zeit an sich überhaupt noch existiert. Da du gefragt hast, ja, es existiert tatsächlich ein Geschöpf, das dir helfen könnte, deinen Namen und dein Gedächtnis zurückzuerlangen, vielleicht sogar deine Sprache. Der König, Hypnos Ar-Astyr, der Schöpfer. Das ist wenig hilfreich, nicht wahr? Aber du hast Glück, denn ich habe dich meiner Hilfe als würdig befunden. Das ist einerseits, weil ich Langeweile verspüre, aber ganz besonders wegen meiner altruistischen Natur. Ich will helfen. Ah, was für ein wundervoller Tag, um nach einem lang verlorenen Monarchen in einem ziellos treibenden Lande zu suchen, das von uralten, blutdurstigen Dämonen heimgesucht wird. Wenigstens müssen wir uns nicht den Kopf darüber zerbrechen, wo wir beginnen sollen. Es gibt kaum eine Wahl. Siehst du die Tore um uns herum? Einst führten sie in alle vier Ecken dieser Welt. Falls du meinen mögest, diese Welt wäre quadratisch, was ich bezweifle. Coronson wacht über sie und ihre Schlüssel. Stillschweigend steht er vor dem letzten offenen Tor, das einzige, das noch zu den fragmentierten Landen führt. Meiosis. Wir können dorthin gehen, wenn du das wünschst. Oder eher, wir sollten dorthin gehen. Wir sollten dorthin gehen. Wir werden nichts finden, wenn wir hier bleiben. Ja, da hast du recht, ne? Da hast du aber mal sowas von recht. Tja, da hinten ist noch was.